this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am regnerischen Donnerstagabend, 9. August 2018, habe ich mich hier wieder eingefunden und bin über Skype mit meinem Bruder in Hamburg verbunden, Viktor, der sich die Mühe gemacht hat, das Buch Hinter den Diktatoren zu übersetzen. Ich kann nicht ablassen, das jedes Mal wieder zu erwähnen und meine Dankbarkeit dafür zu erwähnen, dass der Heilige Geist uns solche Menschen schickt und solche Kreise bildet, in denen solche Leute sich kennenlernen, wo der eine dem anderen völlig selbstlos, ohne irgendeine Bezahlung, mit solchen Sachen hilft. Ich weiß, dass Viktor schon ziemlich erstaunt aufblickte, obwohl ich ihn nicht gesehen habe in dem Augenblick, als ich dann sagte, von ja, wenn du das machst, dann machen wir auch die Lesung zusammen. Da habe ich ihn vielleicht ein bisschen kalt erwischt. Und inzwischen muss ich ehrlich sagen, ich bin unglaublich froh, dass er da zugestimmt hat. Ich bin aber auch unglaublich froh, und das möchte ich doch mal eben auch in den Kommentaren anmutigen, dass ihr da vielleicht mal einen Kommentar drüber schreibt, dass ihr auch ein bisschen Dankbarkeit zeigt dafür, dass der Viktor sich da hinsetzt und dieses Buch aus dem Nichts also wirklich so toll übersetzt, dass wir heute bereits das 14. Video aufnehmen. Wir sind für die zweite Aufnahme heute im 5. Kapitel und dass er sich da konzentriert und auf den Hintern setzt und diese Arbeit macht, dass wir euch diese Arbeit überhaupt bringen können und dass diese Arbeit wichtig ist und dass sie gut angenommen wird. Da kann ich euch mal den Stand geben von gestern Abend. Ich habe gestern Nachmittag habe ich es mal gezählt. Die bis dahin veröffentlichten 5 Teile, das ist ja noch nicht viel, wenn wir heute den 14. aufnehmen, aber die bis gestern veröffentlichten 5 Teile wurden bis dato knapp 9000 Mal angeschaut. Und das zeigt mir doch, dass das ein wichtiges Buch ist und dass das Thema, das wir hier behandeln, ein sehr wichtiges Thema ist. Und dass das auch ein Thema ist, das viele Deutschen interessiert, weil sie merken, dass wir hier ihnen eine Geschichtsstunde anbieten, die sie nirgendwo anders bekommen. Ich werde den Viktor gleich einladen und begrüßen, aber ich muss noch eben etwas loswerden. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von YouTube, dass der erfolgreichste Film auf meinem Videokanal jetzt mit einer Altersbegrenzung versehen ist. Der Film heißt Easy Vegan, eine Dokumentation über Veganismus, die ich nicht selbst gemacht habe. Die habe ich mir damals im Internet frei runtergeladen. Der Mensch, der sie erstellt hat, hat sich bei mir irgendwann mal gemeldet und gefragt, den und den Link dann noch mit reinzumachen in die Beschreibung. Das habe ich auch gemacht. Das ist ein ganz tolles Video über Veganismus und da habe ich heute eine Meldung bekommen. Also das Video ist nicht geflaggt oder irgendwas, aber das Video ist versehen mit einer Altersbeschränkung. Ja, da sind natürlich ein paar Bilder drin, wo es über Tiermisshandlung geht und über Schlachten und solche Sachen, weil wir alle gar nicht darüber nachdenken, was wir in uns reinschmeißen und eben in solchen Dokumentationen das mal angebracht wird. Ne? Der Tolstoi war das, glaube ich, der gesagt hatte, solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Und ich selbst bin seit über 7 Jahren ein überzeugter Veganist. Ich bin da nicht militant drin, aber ich will da auch gar nicht weiter drüber sprechen. Aber das war der Grund auch für mich, weshalb ich 2011 diesen Film hochgeladen habe. Über 260.000 Mal angeschaut und jetzt auf einmal kriegt er eine Altersbeschränkung. Und wisst ihr, warum ich das schlimm finde? Weil ich unter den Zuschauerkommentaren viele gefunden habe, die Jugendliche sind, die zwischen teilweise 10, 11, 12 Jahre alt sind und sich mit dem Thema schon beschäftigen und die wahrscheinlich durch diese Altersbeschränkung jetzt diesen Film gar nicht mehr sich frei anschauen können. Porno, das zeigen sie abends um 6 schon im Abendprogramm im Fernsehen. Aber die Wahrheit in einer Dokumentation, wo es über gesunde Lebensweisen geht und wo erklärt wird, was die Vorteile einer veganen Ernährung gegenüber einer Vollkosternährung sind, sage ich jetzt mal, eine Alleskosternährung sind, das wird rausgeblendet, weil da vielleicht mal eine Kuh gezeigt wird, die mit einer Heugabel malträtiert wird. Aber das Schlimme ist, dass die Kuh auch morgen mit derselben Heugabel malträtiert wird, ob wir das zeigen oder nicht. Und das finde ich eine Art der Zensur und ich finde es sehr schlimm und wollte das nur mal eben andeuten, weil das bringt mich auf den zweiten Punkt. Bin gleich fertig, aber das muss ich mir mal von der Seele reden. Dass wenn ihr diese Videos, da sie ja schon allein die ersten 5 knapp 9000 Mal angeschaut sind, wenn ihr diese Videos interessant findet und gut findet und findet, dass da eine Wahrheit erzählt wird, die man sonst nicht anders leicht im Internet findet,
dann ladet euch diese Videos runter. Ich kann nicht garantieren, dass mein Kanal morgen überhaupt noch besteht. Ja? Das ist eine Gefahr, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dass man ganz leicht zensiert wird. Da kommt irgend so ein Idiot angelaufen und flaggt dieses Video und sagt, das ist ungepasst, das ist verstößt gegen die Community-Richtlinien, obwohl das überhaupt nicht so ist. Aber dann versucht euch da mal gegen zu wehren. Habe ich einmal mit dem Video versucht. Und auch Brett haben sie jetzt ein Video limitiert, das ich damals auf meinem Kanal hochgeladen hatte von Justus Mullins, The Nazi Zionist Party and the Holocaust, ne? Also die Nazi-Zionisten-Party und Partei und der Holocaust. Das habe ich dann damals aufgrund der ganzen Kontroverse runtergenommen bei mir. Das hatte damals über 20.000 Klicks. Bei Brett hat es auch schon über 15.000. Das haben sie jetzt auch gesperrt in vielen Ländern. Das ist der erste Zug. Der zweite Zug, dass man solche Videos mit Altersbeschränkungen versieht oder dass man einen Strike kriegt gegen die sogenannten Gemeinschaftsrichtlinien auf YouTube. Und der dritte Fall ist, dass dein Kanal von heute auf morgen geschlossen wird. Und jemand, der ein bisschen in der YouTube-Gemeinde unterwegs ist, der weiß, dass solche Dinge gang und gäbe sind und tagtäglich passieren. Nun, ich habe in total 4 Kanäle. Und so schnell werden die nicht alle 4 verschwinden. Aber das Problem ist, wenn mein Hauptkanal verschwunden ist, dann finden viele meine anderen Kanäle gar nicht. Aha. So. Und deswegen, dann kommt diese Botschaft nicht mehr raus oder erreicht nicht mehr dieselben Leute. Schade. Und dann zumindest sorgt dafür, dass ihr euch solche Filme wie diese Buchlesung von Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, runterladet und auf einer externen Disk oder auf einem USB-Stick oder auf welchem Medium auch immer bewahrt, das nicht mit dem Computer verbunden ist und dass ihr sowas für die, ich sag mal, Nachwelt auch aufbewahren könnt. So, Victor, Entschuldigung für die paar Minuten Einleitung, aber das musste ich mir wirklich mal vom Herz sprechen und ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer Sendung heute am 9. August aus dem auch windigen und heute etwas regnerischen Hamburg und herzlich willkommen zur Lesung, Victor. Hallo Jörg und moin moin. Ja, wieder schön dabei zu sein. Vielen Dank für deine Einleitung und die sehr warmen, herzlichen Worte. Das freut mich natürlich sehr. An der Stelle muss ich natürlich auch mal noch erwähnen, oder gebe ich gerne das Lob dann auch mal weiter an den Menschen zum Beispiel, der die Übersetzung gemacht hat oder die Zusammenfassung der Kapitel für Herrscher des Bösen. Also der Andreas Hohn, ja. Ja, und ich meine, das kann ich dann mal an der Stelle auch erwähnen. Das ist natürlich eine klasse Geschichte damals gewesen. Die hat mich ja auch erst auf deinen Kanal auch erst überhaupt aufmerksam gemacht. Mhm. So siehst du auch, ne, da kommt eines zum anderen. Jetzt ja. Bin ich mal dran und vielleicht ist das nächste Mal jemand anders dran. Und das ist ja auch das Schöne. Ne? So verbinden sich Menschen und man findet auch dann ja zur Wahrheit zusammen. Und ja, und darüber hinaus noch mehr. Das ist das Schöne. Das ist richtig, ja. Den Andreas Hohn habe ich lange nicht mehr erwähnt. Das ist richtig, der hat damals die Arbeit gemacht, die Herrscher des Bösen, also Rulers of Evil, Zusammenfassung von mir zu übersetzen. Eine ganz tolle Arbeit, die er da geleistet hat. Und der hat dann noch weitergemacht und hat damals auch noch den Eid der Jesuiten für mich übersetzt. Leider ist er seitdem einer anderen Beschäftigung nachgegangen und ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen oder so, aber er hat ganz einfach andere Interessen im Augenblick. Soweit ich das verstanden hatte, meinte er, dass er sogar in die Politik gehen wollte. Der wohnt da im Nordosten Deutschlands bei Greifswald. Das ist, glaube ich, in den sogenannten neuen Bundesländern irgendwo da oben. Und er wollte wohl irgendwie in die Politik gehen oder was, was daraus geworden ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nur zu ihm gesagt, als er mir das mitteilte, wenn du in die Politik gehst, dann hast du ja nicht besonders viel von dem verstanden, was ich in Herrscher des Bösen erzählt habe. Ne? Traurig irgendwie, ne? Dass solche Leute sich dann mit solchen Sachen abgeben. Aber wie auch immer, jeder muss das für sich selbst wissen. Ich bin ihm, Andreas, sehr dankbar für die Übersetzungsarbeit, die er damals geleistet hat und die Videos Herrscher des Bösen, die Serie ist auf meinem Hauptkanal alles zusammengezählt, glaube ich, knapp 30.000 Mal angeschaut oder vielleicht ein bisschen mehr, die 12 Videos. Das ist auch schon eine ordentliche Leistung, die er da gebracht hat, weil schließlich ist das sein Verdienst, dass die Leute das überhaupt kennen und dass ich das machen konnte. Aber wie gesagt, gut, dass du ihn erwähnst, Victor. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Also Andreas, sei gegrüßt und ich würde mich freuen, nochmal von dir zu hören vielleicht in der Zukunft. Ob man deswegen auch wieder zusammenarbeitet, ist eine ganz andere, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber einfach mal von dir zu hören. Und natürlich, Victor, bin ich froh, dass ich heute von dir höre und dass wir uns hier zusammengefunden haben. Hinter den Diktatoren, Kapitel 5, den zweiten Teil, die zweite Aufnahme in Angriff zu nehmen. Das Kapitel lautet Hitler und die katholische Kirche.
Hast du noch eine Bemerkung, bevor ich anfange zu lesen auf Seite 3, oder können wir anfangen? Nee, wir können an der Stelle gerne anfangen. Okay. Also, wir hatten vorher ja die ersten beiden Seiten gelesen und ich gehe jetzt nicht noch mal einen Absatz zurück, wie ich das oftmals mache. Ich finde, wir werden jetzt einfach hier weitermachen und werden mal sehen, ob wir das vielleicht sogar heute schaffen, das Kapitel abzuschließen. Nicht, dass ich irgendwie mich beeilen muss dafür oder so, aber ich möchte das Kapitel gerne hinter mich bringen, weil es kommen noch so viele andere interessante Kapitel in diesem Buch. Aber nichtsdestotrotz, dieses ist wichtig. Und deswegen heißt es ja auch nicht für nichts, das habe ich den Titel schon wieder vergessen, Hitler und die katholische Kirche. Es ist ein sehr kontroverses, wie sagt man das, ein sehr kontroverses Thema, weil den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass Hitler und die römische Kirche überhaupt irgendeinen Verband hatten. Aber bevor ich jetzt hier weiterlese, ja, Entschuldigung, ich habe noch was auf meiner Agenda stehen. Ich habe mir heute mal ein PDF angeschaut, das ich von von meiner Schwester in Christus zugeschickt bekommen habe. Sandra heißt die. Und die hat mich mit einigen PDFs versorgt, unter anderem hier ein PDF über die Jesuiten von der jesuiten.org, also ihrer eigenen Webseite. Ein Interview mit dem im Augenblick aktuellen schwarzen Papst, ja, dem General der Gesellschaft der Jesu, Arturo Sosa, und den ihr hier auch in dem Bild seht. Und ich habe das noch nicht ganz durchgelesen, aber dieses Interview, das nimmt hier eine ganz interessante Wendung in diesem einen Stück, das wollte ich euch gerne mal vorlesen, dass ihr mal seht, mit welcher Sophistik und Kasuistik die Jesuiten heutzutage sprechen. Ganz modern, das ist von 2017, dieser Artikel. Der Interviewer, also das ist hier der Übersetzer des Artikels, der Marco Hubrich, aus der Gesellschaft Jesu, den ihr hier in dem Bild seht, der hat das Interview geführt mit dem Arturo Sosa. Und der fragt ihn hier, das seht ihr an dem grün unterstrichenen, aber wenn Christus die Wahrheit ist und man Samen der Wahrheit in jedem erkennen kann, riskiert man dann nicht eine Relativierung der Wahrheit? Worauf der General der Jesuiten antwortet, die Wahrheit ist immer relativ. Sie ist keine fixe Angelegenheit. Ich kommentiere das jetzt nicht. Ich lasse das mal an den Viktor über. Hast du da einen Kommentar zu? Die Also das Wahrheit ist ist ja, immer relativ, sie ist keine fixe Angelegenheit. das ist ja jetzt interessant, weil ich hatte jetzt mich auch vor der Lesung oder im Laufe des Tages auch schon mal mich genau mit so einer Frage auch schon mal irgendwie auseinandergesetzt, weil ich das nämlich auch bei vielen anderen allgemein auch in meinem Bekanntenkreis Umfeld so häufiger wahrgenommen habe, dass die Leute den Eindruck haben, es gibt 50 verschiedene Facetten der Wahrheit. 50 Shades of Grey, wie F ich das ja, immer so 50 schön Shades of nenne, ne? Grey, genau, Ja, ne? ja, ja. Und ich bin der Meinung, und ich glaube nicht nur ich, und da stimmst du mir wahrscheinlich auch mit überein, es gibt nur die eine universelle, und damit meine ich jetzt nicht katholische, es gibt nur die eine Wahrheit. Weiß ist weiß und schwarz ist schwarz. Aber den Jesuiten wird ja bereits in ihrer Ausbildung gelehrt, unter anderem durch die spirituellen Übungen, dass wenn die kirchliche Hierarchie sagt, weiß ist schwarz und schwarz ist weiß, dann werden sie es so akzeptieren. Ja, also Sosa sagt hier, die Wahrheit ist immer relativ, sie ist keine fixe Angelegenheit. Darauf der Interviewer, aber Jesus hat gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben sei. Da begibt er sich auf ganz schön gefährliches Eis, auf ganz schön gefährliches Parkett. Jetzt aber die Antwort von dem Jesuitengeneral. In diesem Sinne erkennen wir, dass das einzige absolute Gott ist. Jesus ist in seiner Göttlichkeit der Bezugspunkt. Ich sage, dass die Wahrheit relativ ist, weil sie immer die Frucht einer Beziehung ist, die sowohl mit Gott als auch mit den anderen entsteht. Sie kommt aus der Wahrheit, also die Beziehung, kommt aus der Wahrheit und ist kein Denkmal oder irgendetwas Fixes. Die Wahrheit ist auch etwas, was mit der Menschlichkeit wächst. Also mit anderen Worten sagt hier der Jesuitengeneral,
Ich sage, dass die Wahrheit relativ ist, weil sie immer die Frucht einer Beziehung ist, sowohl mit Gott als auch mit anderen entsteht. Er spricht also von einer Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das ist eine persönliche Beziehung. Und dann möchte ich doch mal eben hier einwerfen, dass unser aktueller Papst Franziskus, der ja auch ein Jesuit ist, vor 2 Jahren einmal gesagt hat, und das habe ich in Videos auch erwähnt, und ihr könnt das auch gerne raussuchen, das war, glaube ich, auf einer Messe oder was, die er gehalten hat, auf dem Petersdom in 2015 oder so, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr. Da hat er gesagt, eine persönliche Beziehung zwischen Mensch und Jesus Christus ist gefährlich, ist eine gefährliche Doktrin. Das sind die Worte von Jesuitenpapst Franziskus. Ja? Und dann kommt hier der General der Jesuiten und sagt, Wahrheit ist immer die Frucht einer Beziehung, die sowohl mit Gott als auch mit den anderen entsteht. Also ich möchte gerne mal die Wahrheit sehen, die dadurch entsteht, dass ich eine Beziehung mit jemand anderem habe. Die Wahrheit ist da. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und das ist schon vor 2000 Jahren abgeschlossen in der Schreibweise. Da wird nichts mehr zugefügt und nichts mehr weggenommen. Das steht da. Und diese Beziehung, die man dann eben aufbaut, entweder mit anderen oder mit Gott, diese Beziehung kommt aus der Wahrheit und ist kein Denkmal oder irgendetwas Fixes. Die Wahrheit ist auch etwas, was mit der Menschlichkeit wächst. Also mit anderen Worten, wenn etwas wächst, dann verändert es sich. Also sagt der General hier, dass die Wahrheit eben etwas nicht Fixes ist. Ja, das sagt er jetzt hier mit anderen Worten. Es ist nicht in Stein gehauen, kann man auch sagen. Es ist nicht fix, sondern es ist veränderbar. Und damit widerspricht er ganz klar Jesus Christus, der sagt, dass er der Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben sei. Da wollte ich nochmal eben mit anfangen. Hast du noch eine Bemerkung hierzu, Viktor? Also ich hatte mich jetzt, sagte ich ja vorhin schon, damit auch nochmal heute auseinandergesetzt. Und wenn man das vielleicht nochmal so in einen Satz oder in meinen Worten, dann könnte man das vielleicht auch so ähnlich ausdrücken, der Architekt der Schöpfung, da ist die Ursprung der Wahrheit. Da fing alles an. Und da ist auch der Fixpunkt. Also der ist nicht veränderbar. Ja, wobei ich das Wort Architekt in der Beziehung nicht so besonders schätze. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Weil das ein Ausdruck aus der Freimaurerei ist. Die sprechen nämlich vom Grand Architect of the Universe. Ne? Und deswegen gebrauche ich das in dem Zusammenhang nicht. Aber natürlich, der Schöpfer, der Gott... Der Schöpfer, genau. Der Schöpfer. Der Kreator, der Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat, der die Himmel und Erde und alles, was darin ist, in 6 Tagen erschaffen hat und der seinen einzigen eingeborenen Sohn auf diese Erde geschickt hat, um durch das Vergießen seines Blutes uns von den Sünden zu erlösen, der ist die einzige Wahrheit und der ist nicht relativ. Gut. Lassen wir das hinter uns, aber ich wollte da eben nochmal kurz drüber schnacken, weil das eben heute aktuell war. Ja, finde ich auch sehr interessant. Guter Zwischenkommentar. Ja, schade, dass ich nicht dran gedacht habe, dir das PDF vorher zu schicken, dann hättest du es auch lesen können, aber ja, geht ja so auch. Gut, dann fahren wir jetzt fort in der Lesung auf Seite 3 in dem PDF hier, in dem 5. Kapitel Hitler und die katholische Kirche, wenn ich mich richtig erinnere, heißt es. Und wir lesen durch den Autor geschrieben hier, es gibt einen offensichtlichen Widerspruch zwischen Realität und Wirklichkeit. Na, also schau mal an, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, ist das nicht ein wunderbares Beispiel für den Widerspruch zwischen Realität, die die Bibel darstellt, und Wirklichkeit, die das Antichristensystem darstellt, in dem wir leben? In erster Linie beschränkten sich die Nazis auf die liberalen Elemente der katholischen Kirche in Deutschland. Über die Liberalen bin ich ja letztes Mal deutlich eingegangen und habe euch erklärt, was die liberalen Katholischen in der amerikanisch-katholischen Kirche sind und dass die natürlich auch in anderen Ländern immer diejenigen sind, die verfolgt werden von den Leuten, die eben die ultramontane Politik des Vatikans nur akzeptieren. Ja? Die katholische Führung war diesem Umstand immer mehr als allen anderen entgegengetreten, weil die Liberalen in der Kirche von Rom das schwächste Glied in ihrer Kette sind. Und eine Kette ist immer nur so stark wie ihre schwächsten Glieder. Also muss ich dafür sorgen, dass ich die schwächsten Glieder entsorge, dass meine Kette sich stabilisiert.
Und das ist, weshalb die römisch-katholische Kirche schon immer gegen Liberale fortgegangen ist, das heute tut und das in der Zukunft auch tun wird. Die jesuitische Partei befürchtete schon lange die Infiltration protestantischer und liberaler Ideologie in den deutschen katholischen Geist. In den Nachkriegsjahren, wir sprechen jetzt in den Nachkriegsjahren des Ersten Weltkriegs, als Deutschland eine, zwischen Anführungszeichen würde ich mal sagen, demokratische Republik wurde, die Weimarer Republik, haben sich der weltliche Klerus und einige religiöse Orden in den liberalen, säkularisierenden Geist verliebt. Sie bildeten das Rückgrat der katholischen Zentrumspartei, die das letzte Bollwerk gegen Hitlers Aufstieg zur Macht war. Weil diese Zentrumspartei mit der Anzahl ihrer Stimmen das, ich sage es mal, Zünglein an der Waage war, das dafür gesorgt hat, durch das Umfallen, dass Hitler überhaupt erst an die Macht kam in 1933. Aber dieses letzte Element des Liberalismus in Deutschland wurde im Auftrag des Papstes Antichrist Pius XI. Als eine Bedingung des Konkordats des Vatikans mit dem Nationalsozialismus aufgelöst. Ihr Anführer, Klausener, wurde am 30. Juni 1934 bei der Blutreinigung ermordet. So, jetzt haben wir ja ein paar Dinge besprochen, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Dieses letzte Element des Liberalismus wurde im Auftrag des Antichristen als eine Bedingung des Konkordats aufgelöst. Ein Konkordat ist ein Vertrag zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem unterzeichnenden Land. Es geht um einen im Grunde diplomatischen Vertrag, in dem, und das umreiße ich jetzt nur ganz kurz, gehe da nicht weiter darauf ein, das kann jeder für sich selbst studieren, in dem im Grunde das Land, das mit dem Vatikan den Konkordat unterzeichnet, akzeptiert, dass der Vatikan, dass die römisch-katholische Kirche in dem Land eine Führungsrolle einnimmt. Die römisch-katholische Kirche ist nach der Unterzeichnung des Konkordats die vom Staat propagierte Staatsreligion, womit wir natürlich eine Vermischung von Staat und Kirche bekommen. Ja, und wo das hinführt, das sieht man ja im Augenblick in den Vereinigten Staaten von Amerika wunderbar. Ne? Wer seine Augen hat, der sollte sie mal zum Sehen gebrauchen und der sieht, was passiert, wenn Staat und Kirche da zusammengehören. In Deutschland ist das auch nicht viel anders. Und warum muss ich denn überhaupt Kirchensteuer bezahlen? Wenn Staat und Kirche nicht irgendwie miteinander verbunden wären, würde der Staat ja nicht Geld für die Kirche eintreiben, oder? Ja, man muss sich auch nochmal an andere so Freiheiten der Kirche, was gibt es da noch so, Kirchenasyl und sonstige, ja quasi Staat im Staat, Rechte. Die römisch-katholische Kirche, und das ist ein Zitat von einem hohen in der römisch-katholischen Kirche befindlichen, von einem aus der Kurie, von ich weiß nicht wann, der hat gesagt, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Was wir oftmals nicht verstehen, das ist ein guter Punkt, den du da machst, Viktor. Was wir oftmals nicht verstehen, ist, die römisch-katholische Kirche hat eine eigene Hierarchie. Und die Hierarchie hat als unterste, als kleinste Einheit den Priester in den kleinen Gemeinden. Und über den Priestern sind Organisationen, die verschiedene Gemeinden zusammenfassen und im Großen und Ganzen bilden das Diözesen und diese Diözesen werden von einem Bischof vorgesessen und so weiter. Und dann gibt es Bischöfe und Erzbischöfe und so weiter. Wenn man sich die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche anschaut, dann kommt man auf ein Diagramm, das im Grunde pyramidisch zuläuft. Breite Basis und nach oben immer schmaler und natürlich an der Spitze sitzt der Papst. Und diese hierarchische Struktur ist ein Staat im Staate. Und da die römischen Katholiken ihre erste Allianz dem Papst zollen, ja, das fängt ja schon mit ihrem Glaubensbekenntnis an, sind sie dem Regenten in Rom treu an erster Stelle und nicht so sehr dem Regenten in ihrem Land. Deswegen durfte er damals in den Kolonien, als die Vereinigten Staaten von Amerika noch 13 Kolonien waren, deswegen durften da in den Kolonien römische Katholiken überhaupt kein öffentliches Amt bekleiden. Die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Und wenn ich diesen Konkordat unterzeichne, dann akzeptiere ich den Staat in meinem Staat. So. Und das ist im Grunde nichts anderes, als dass ich den Krebs einlade
mich aufzufressen, um das jetzt mal ganz grob zu sagen. Dieses letzte Element des Liberalismus wurde im Auftrag des Papstes Pius XI als eine Bedingung des Konkordats des Vatikans mit dem Nationalsozialismus aufgelöst. Ihr Anführer Klausener wurde am 30. Juni 1934 bei der Blutreinigung ermordet. Klausener, wer ist das? Erich Josef Gustav Klausener. Könnt ihr in Wikipedia drüber nachlesen. Ein Wunder, zwischen Anführungszeichen nur, dass er noch nicht selig gesprochen wurde. Denn aus solchem Material sind die, zwischen Anführungszeichen, Märtyrer des römischen Katholizismus geschnitzt. Man hat diesem Klausener verschiedene Denkmale, Museen, Straßen und was weiß ich nicht alles in Deutschland gewidmet. Für seinen, zwischen Anführungszeichen, Widerstand. Und genau aus solchem Holz sind die, zwischen Anführungszeichen, Märtyrer der römisch-katholischen Kirche geschnitzt. Wer es nicht versteht, der schaue sich das Thema an in meiner Buchlesung Alle Wege führen nach Rom. Da gibt es ein Kapitel, Märtyrer oder Heilige. Das solltet ihr euch mal anschauen, dann versteht ihr das vielleicht noch besser. Ich kann da jetzt nicht hier zu tief drauf eingehen. Er wurde am 30. Juni 1934 bei der Blutreinigung ermordet. Die Blutreinigung, das ist die auch genannte Nacht der langen Messer, in dem die SA aufgelöst wurde und in dem halt diese Polizeieinheit mehr oder weniger abgeschafft wurde und der Chef davon, der heißt glaube ich Röhm, wenn ich mich richtig erinnere, der wurde damals auch ermordet. Der Röhm-Mord, unter dem kennt man das auch, diese Blutreinigung. Auch die letzte liberale Partei in Italien, angeführt vom Exilpfarrer Don Sturzo, und den haben wir auch kennengelernt in unserer Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, hatte dasselbe Schicksal durch Antichrist Papst Pius XI. Ereilt. Es ist nichts Neues in der katholischen Geschichte, dass religiöse und soziale Reformer aus der Kirche als erste ihre Feindschaft erleiden sollten. Genau der Punkt, den ich bereits vorher gemacht hatte über diese, zwischen Anführungszeichen, Liberalen. Ja? Das sind immer die Ersten, die weggewischt werden. Die werden gebraucht, um der römisch-katholischen Kirche die Position zu geben, die sie nicht hat. Weil die römisch-katholische Kirche verhält sich, wenn sie in der Unterzahl ist, anders, als wenn sie gleiche Mengen der Stimmen hat und schon ganz anders, als wenn sie die führende Kirche in einem Land ist. Wenn sie da ganz alleine ist, dann wird sie zu einem reißenden Wolf. Ja? Aber davor ist sie klein und kriecherisch und ganz lieb, wie ein kleines Mäuschen. Siehst du nicht, hörst du nicht. Ah, dann fangen sie an, ihre Infiltration und Subversionen zu machen und ihre Arbeiten zu machen. Und dann gewinnt die römisch-katholische Kirche an Einfluss und an Macht. Und die ganzen Leute, die dafür sorgen, dass diese Kompromisse dafür sorgen, dass die römisch-katholische Kirche wächst, diese Liberalen, die müssen dann als Erste verschwinden, weil sie sind das schwächste Glied in der Kette. Die Ketzer der Geschichte, die der autokratischen zivilen Macht zur Verbrennung und Inhaftierung durch die Kirche übergeben wurden, sind stumme Zeugen dieser unveränderlichen Politik des unnachgiebigen Katholizismus. Stumme Zeugen dieser Politik des Sempere Adem, der Unveränderlichkeit des unnachgiebigen römischen Katholizismus. Es ist leicht zu erkennen, dass die Gemeinsamkeiten des politischen Denkens der Jesuiten mit den Zielen des Nazifaschismus es zwingend erforderlich macht, die amerikanische Öffentlichkeit nicht darüber in Kenntnis zu setzen. Sonst würde die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten in den Augen der Katholiken wie der Nichtkatholiken völlig unter Druck geraten. Es ist daher nicht überraschend, dass im Hinblick auf die katholische Kirchenpropaganda folgende offensichtliche Widersprüche zutage treten. Erstens. Gegensätzliche Ansichten jesuitischer Autoren zu aktuellen Fragen aus Politik, Wirtschaft und sogar religiösen Fragen. Ja, auf diesen ersten Punkt müssen wir gar nicht allzu tief drauf eingehen. Ich hoffe, dass jeder von meiner Zuschauer, die dieses Video schauen, sich den Eid der Jesuiten von mir angeschaut haben. Wenn nicht, dann wird es dringend Zeit. Dann pausiert dieses Video mal. Sucht euch die Videos raus von dem Jesuiten-Eid. Kann ja, wenn ich dran denke, die Beschreibung davon in den Link dazu in der Beschreibungsbox dieses Videos verlinken. Dann könnt ihr euch das angucken. Die Jesuiten bearbeiten prinzipiell immer beide Seiten. Und es wird ganz deutlich in dem Eid gesagt, dass du, also wenn du jetzt hier Führung in der
im Orden der Jesuiten übernimmst, auf der einen Seite arbeitest und sogar gegen deinen Bruder, weil er ist ja aus derselben Organisation, aus demselben Orden, gegen deinen Bruder auf der anderen Seite arbeitest, offiziell, jedoch hinter den Kulissen, vertretet ihr dieselbe Agenda mit dem Ziel, dass am Ende die Kirche der Gewinner ist. Dafür heiligt der Zweck die Mittel. Grundsätzliche Ansichten jesuitischer Autoren zu aktuellen Fragen aus Politik, Wirtschaft und sogar religiösen Fragen. Das heißt, der eine auf der einen Seite verkündet Kapitalismus, der andere auf der anderen Seite verkündet Kommunismus. Ja, das ist mal ein Beispiel. Zweitens. Die Aneignung nationaler Besonderheiten in allen Ländern, sogar in heidnischen Ländern. Drittens. Die Bekämpfung des Sozialismus mit einer Hand und das Anbieten der Freundschaft mit der anderen. Es gibt da in Deutschland einen schönen Ausdruck für, der heißt so viel wie Zuckerbrot und Peitsche. Viertens. Die Bevorzugung chauvinistischer und nationalistischer Ansichten sowie global pazifistischer Tendenzen. Fünftens. Die Formulierung eloquenter Erklärungen zugunsten der Demokratie und gleichzeitig die Ergreifung aller möglichen Mittel, um sie zu unterminieren und zu zerstören. Die Formulierung eloquenter Erklärungen zugunsten der Demokratie. Ich habe noch niemals einen römischen Katholiken in einer hohen Position oder auch in einer kleineren Position negativ über die Demokratie sprechen hören. Es geben immer ganz offiziell, ja, offiziell geben sie immer ganz ordentliche Meinungen ab, auch wie schön doch die Demokratie ist, wie wichtig es doch ist, dass die Menschen sich mehr oder weniger selbst verwalten können und wie wichtig doch diese Pluralität der Meinung ist und so weiter und so weiter. Demokratie, ganz, ganz tolles Biest, finden wir ganz, ganz toll, wir Katholiken, sind wir ganz, ganz große Freunde von. Und dann liest man den Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Von 1864 und lernt darin, dass er Demokratien verteufelt. Ja? Das eine ist die offizielle Lehre, die Formulierung eloquenter Erklärungen zugunsten der Demokratie. Und dann haben wir die inoffizielle Lehre, die innere Lehre, die Lehre der Eingeweihten, die davon spricht, dass alle möglichen Mittel ergriffen werden, um eben diese Demokratie zu unterminieren und zu zerstören, um dafür zu sorgen, dass man einen Feudalstaat errichten kann, einen hierarchischen Staat, in dem es keinen Widerspruch zum autoritären Führungsanspruch des Papstes gibt. Und sechstens, die Schaffung von Situationen, die sich scheinbar gegenseitig widersprechen. Tja, all diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, von 1 bis 6, sind eindeutig die Ziele eines Soldaten in der Armee von Loyola nach ihrem Schwur. Lest den Eid der Jesuiten. Abgesehen davon, fährt der Autor fort, ist neben der unnachgiebigen katholischen Führung nichts aufrichtig. Das muss man sich mal trauen, 1942 ein Buch zu schreiben, wo man ganz klar sagt, in der römisch-katholischen Kirche ist nichts aufrichtig. Weil was anderes sagt er hier nicht. Abgesehen davon ist neben der unnachgiebigen katholischen Führung nichts aufrichtig. Die sind nämlich nur aufrichtig in ihrer Unnachgiebigkeit. So muss man das mal verstehen. Und er war ja ein ehemaliger Pastor oder Priester, ne? Der Ja. Lehmann. Ja. Lehmann kam auch aus dem römischen Katholizismus und ist erst später in seinem Leben zum Protestantismus konvertiert. Ja. Genau wie zum Beispiel Charles Chiniquy, der ja 50 Jahre in der Kirche von Rom verbracht hat. Ja. Oder auch Richard Bennett, von dem ich ja auch Videos auf meinem Kanal habe. Auch in Deutsch habe ich das eine Video gemacht, das Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Das sollte sich jeder mal anschauen, der es nicht kennt. Da erzählt Richard Bennett seine Geschichte, der ja 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche zugebracht hat, als Priester unter anderem in Trinidad war. Ich werde mal hier eben sehen, ob ich das mal eben hier raussuchen kann. Bekehrung, das kommt in dem Video vor als Name. Mal eben sehen, das müsst ihr hier mal eben raussuchen. Dann kann ich euch das Video zeigen. Hier ist es.
Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Wann habe ich denn das veröffentlicht? Das ist auch schon eine Zeit lang her, wa? 3. September 2016. Das steht in der Beschreibung ja drin, Richard Bennetts römisch-katholische Karriere und Errettung. 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche, aber nie erfüllt vom Geist. Bis, hört selbst. Da habe ich ein Video von einer guten Stunde drüber gemacht und habe da vorgelesen, was der Richard Bennett uns sogar in Deutsch auf seiner Webseite zur Verfügung stellt. Deswegen sind hier auch die Links drauf. Berean Beacon in Deutsch, das ist seine Webseite. Und auch den YouTube-User und seine Kontaktadresse steht da auch noch mit bei. Das sollte man sich anschauen, wenn man das nicht kennt. Das ist ein sehr interessantes Video. Richard Bennett seht ihr hier jetzt gerade in dem Bild mit drin. Ja. Was hattest du gerade noch gesagt, Viktor, dass ich da weiter drauf eingehen kann? Nee, das war an sich nur, hatte ich das jetzt, weil das nur kurz dazu erwähnt. Das natürlich, weil du sagtest, in der Zeit hat das jemand schon in einem Werk verfasst, so ein Satz. Und dazu natürlich auch der Hintergrund nochmal, ne, für diejenigen, die jetzt gerade nicht mehr dran gedacht haben. Ja. Solche Sachen kann man immer nochmal auffrischen, ja. Gut. Die leitenden Kräfte des modernen Katholizismus sind ebenso überzeugt wie ihre Vorgänger, dass nichts Gutes aus den liberalen politischen und sozialen Regimen hervorgehen kann. Sie sind nur Mittel zum Zweck und der Zweck heiligt die Mittel. Der Liberalismus in der Religion ist ihnen und ihrem größten Feind ein Greuel. Sie wünschen Frieden, aber sie sehen es wie Nazifaschisten, dass Frieden nur durch Krieg mit all seinen entsetzlichen Folgen als notwendiges Übel bestehen kann. Denn allein durch den siegreichen Krieg können Männer und Nationen dazu gebracht werden, sich der hierarchischen Idee einer Weltordnung von Staaten, Rassen und Individuen zu unterwerfen. Ihre Überzeugung ist, dass Frieden nur aus dieser, zwischen Anführungsstrichen, harmonischen Zustimmung der Menschen kommen kann, die an ihren, zwischen Anführungsstrichen, natürlichen Ort in Gesellschaft und Religion gebunden sind. Von ihrer Spitze aus wird diese Staatenpyramide vollständig von der theokratischen Institution der katholischen Kirche regiert, mit dem Papst von Rom als Stellvertreter Jesu Christi und dem einzigen Sprachrohr des allmächtigen Gottes. Na also, das einzige Sprachrohr des allmächtigen Gottes, das ich auf dieser Erde akzeptiere, das ist sein Wort. Das nennt man auch das heilige Buch oder die Bibel, ja, und nicht den Papst von Rom. Ich hatte heute Nachmittag mit meiner Mutter das Video geschaut, Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg, ist Homosexualität heilbar, Teil 5. Und da bin ich auch auf diesen Punkt nochmal drauf eingegangen. Ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Allein und ohne gut geplante Leitung hätte Adolf Hitler niemals erreichen können, was er für diesen Zweck getan hat. Und es gibt leider viel zu viele Leute, die überhaupt nicht verstehen, dass Adolf Hitler nur eine, ja, das klingt vielleicht ein bisschen abwertend, aber eine mehr oder weniger eine Puppe war, die man irgendwo hingesetzt hat. Die Politiker, ob das jetzt die Diktatoren von damals sind, die alle gesteuert waren. Ich meine, Stalin hatte eine Jesuitenausbildung. Stalin war sogar ein Jesuitenpater. Er wurde viele Jahre in Tiflis ausgebildet, in Georgien ausgebildet. Hitler war eine jesuitengesteuerte Puppe. Wusstet ihr eigentlich, dass Goebbels dafür studiert hat, um Priester zu werden und dem Orden auch beitreten wollte eigentlich? Erst, dass der Theologie und solche Sachen studiert hat, bevor er sich mit Propaganda und solchen Sachen beschäftigt hat? Das sind alles Leute, die gebraucht man, um sie auf dem Schachbrett dieser Welt hinzustellen. Und dann werden diese Schachfiguren hin und her geschoben, so wie es demjenigen gefällt, der das Schachspiel kontrolliert. Weil es ist kein Spiel. Es ist bittere Realität, ja. Und Hitler ist auch nur gesteuert gewesen und hat gemacht, was man ihm gesagt hat. Genau wie Merkel tut, was man ihr sagt. Oder wie Sarkozy das getan hat, oder wie der jetzt auch heißt in Frankreich. Oder Major, oder wie der in England da heißt, da, weiß gar nicht.
Oder wenn ich hier in Belgien habe, also diese ganzen politischen Puppen, die tun alle nur, was ihnen gesagt wird. Und wenn sie es nicht mehr tun, dann werden sie gebarschelt. Ja, wisst ihr, was das ist? Dann erwacht man eines Tages in Österreich oder in der Schweiz in einer Badewanne. Oder besser gesagt, liegt man in einer Badewanne und erwacht nicht mehr. Man könnte auch sagen, sie werden ge-JFK'd, ja? Aber ich finde gebarschelt eigentlich mal einen ganz guten Ausdruck. Ne? Rainer Barschel. 90er Jahre, für viele meiner Zuschauer vielleicht schon ein bisschen zu lange her. Solltet ihr euch dann vielleicht mal anschauen, was mit dem Mann passiert ist. Der hat eben nicht mehr gehört. Und der war auch nicht mehr damit einverstanden, dass der Papst als einziger Stellvertreter Jesu Christi das Sprachrohr des allmächtigen Gottes hier auf dieser Erde ist. Wenn man in einer derartigen Organisation mitmacht und man beginnt auf einmal andere Ansichten zu bekommen, dann lebt man auf sehr gefährlichem Grund. Allein und ohne gut geplante Leitung hätte Hitler niemals erreichen können, was er für diesen Zweck getan hat. Hinter Hitler stand von Anfang an eine riesige, eine mächtige, die mächtigste Organisation der ganzen Welt, die dafür gesorgt, die den Weg geebnet hat. Hitler ist die Schritte gegangen. Wir müssen begreifen, dass Hitler meinte, gut zu tun. Versteht das bitte schön richtig, was ich jetzt sage. Hitler wurde auf eine Art und Weise erzogen, dass die Sichtweise, die ihm eingetrichtert wurde, ihm als richtig erschien. Und danach hat er gehandelt. Und der hat gar nicht, ich will jetzt mal sagen, zwischen Anführungszeichen, gemerkt, dass er gebraucht wurde. Und wenn er es gemerkt hat, dann ließ er sich gern gebrauchen, weil er meinte, dass das Ziel, für das er kämpft und für das er arbeitet, ein gutes ist. Genauso wie Jesuiten das glauben. Was sie nicht verstehen, ist, dass sie durch diese spirituellen Übungen und die Exerzitien von Loyola Gehirn gewaschen sind. Und dass sie gut vom Bösen gar nicht mehr unterscheiden können. Und dass sie Recht von Unrecht nicht mehr unterscheiden können. Deswegen werden sie zu diesem Kadavergehorsam erzogen und deswegen sehen sie schwarz für weiß an und weiß für schwarz, wenn ihr Vorgesetzter ihnen das so sagt. Die Leute an sich sind gar nicht so schlecht, die glauben nur, dass sie Gutes tun. Ich möchte das mal mit einem anderen kleinen Beispiel anholen. Ich habe hier irgendwo ja noch Bilder für Videos. So, da gucken wir uns noch mal eben ein paar Bilder der Inquisition an. Und wie ihr wisst, ich habe ja vor einem Monat ein Video bereits veröffentlicht von Henry Charles Lear, die Einleitung zu der Lesung Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wo ihr hier den Ordner seht, da sind auch ein paar Bilder drin. Das ist ja drei Bände, knapp 2000 Seiten, dass ich angefangen habe zu lesen. Ich habe davon 20 Teile, habe ich bereits davon. Wollen wir eben gucken, möchte ich euch mal eben ein paar Bilder davon zeigen. Warum? Und das werde ich dann gleich erklären damit bei. Also wir haben hier zum Beispiel Christenverfolgung im Römischen Reich. Haben wir ein Bild, was da passiert ist, wo sie hier gekreuzigt werden, später angezündet werden. Im Circus Maximus, die Fackeln, die da nachts waren, die Wege beleuchtet haben, das waren brennende Christen. Ja. Christenverfolgung, hier sehen wir den Umschlag, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Hier sehen wir eine Christenverfolgung, eine Tortur, eine Folter, die wir hier sehen, mit brennenden Christen da hinten dran. Auf dem nächsten Bild hier sehen wir ein Folterinstrument. Übrigens, wer in Rüdesheim oder in der Gegend wohnt, der kann da mal hingehen. Da gibt es in Rüdesheim ein Foltermuseum, das habe ich auch mal besichtigt. Grauenvoll, was man da zu sehen bekommt. Auch hier sehen wir wieder Folterinstrumente. Eine Frau in diesem Fall, die hier gefoltert wird. Die sogenannte eiserne Jungfrau, die vielleicht viele Menschen kennen, aber keine Ahnung, was da genau mitgemacht wurde. Hier auch wieder Folter. Was ist der Punkt, auf den ich hinaus will? Die Menschen, die diese anderen Menschen hier gefoltert haben, zu Tode gefoltert, gequält haben, die dachten, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Die dachten, dass sie Gott einen Dienst erweisen, weil sie auf diese Art und Weise angelehrt wurden, erzogen wurden. Das ist alles, was sie gelernt haben. Sie dachten, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Alle die, die das hier
was ich hier jetzt eben mal zeige, machen. Und es gibt noch ganz andere Bilder von der Inquisition. Da habe ich einige. Kennt ihr ja auch von den Videos, wo ich am Anfang das Lied abspiele, von Hour of the Truth, von Stunde der Wahrheit. Da sind ja auch ein paar von diesen Bildern mit drin, die wir hier zum Beispiel sehen. Das nennt man die Heretikergabel. Ja? Interessantes Folterinstrument, leider. Das hier zum Beispiel in dieses künstliche Rind aus Stahl wird ein Mensch reingetan und dann wird ein Feuer drunter angezündet und dann wird er mal lebendig gegrillt. Nicht tot, nein, nein, lebendig. Dass sie die später auch aufwenden, das ist noch eine andere Sache. Das hier finde ich eine der fürchterlichsten Instrumente überhaupt. Das ist die Inquisitionsfoltermaske. Man kriegt diese Maske aufgesetzt und dann wird über diese Stäbe, die ja bei dem Ohr rauskommen, kochendes Öl reingeschüttet, das dann in die Ohren und in das ganze Gesicht läuft und den Menschen bei lebendigem Leibe fürchterlich verunstaltet. Der Punkt, den ich machen wollte, war, dass Adolf Hitler und diese anderen Diktatoren und auch die Leute, die in der Hierarchie dieser Diktatoren in dem System dann gearbeitet haben und in dem System arbeiten, denken, dass sie Gott einen Dienst tun. Weil sie wirklich glauben, dass der kleine Gott in Rom der wirkliche Gott ist. Und dem wollen sie einen Dienst erweisen. Und sie wollen natürlich gerne in den Himmel kommen. Und deswegen tun sie das. Deswegen sind die Menschen an sich noch nicht immer schlecht. Wie gesagt, man muss ja immer aufpassen, dass man nicht die Menschen verteufelt, sondern dass man verteufelt, was sie tun, ihre Taten verteufelt. Es ist genau wie Jesus Christus das gesagt hat in der Bibel. Ich möchte das gerne mal eben rausholen. Ich hatte hier sowieso die Schlachter schon vorbereitet. Es ist ein Buch der Offenbarung und jetzt weiß ich nicht, wo es genau steht. Ich meine, es ist in Kapitel 3, dass es darüber geht, über die Nikolaiter. Also muss ich das mal eben raussuchen. Nikolaitens. Das ist ein Spruch, den führe ich immer ganz gerne mal an. Das müsste so sein. Dann suchen wir das im Neuen Testament. Offenbarung 2,6. Ja, ich dachte, es wäre 2. Ich war nicht mehr ganz sicher. Offenbarung 2, Vers 6. Da lesen wir in der Schlachterbibel. Aber dieses hast du. Das ist Jesus Christus, der spricht. Dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Oder die auch ich hasse. Jesus Christus hasst nicht die Nikolaiter, sondern die Werke der Nikolaiter. Und wir sollten eben auch lernen, die Taten, die Werke dieser Personen zu hassen, ohne die Menschen selbst zu hassen. Die sind nur betrogen. Und Adolf Hitler hätte eben auch niemals erreichen können, was er erreicht hat, hätte er es alleine bewerkstelligen müssen. Der Papst erreicht auch nichts für sich alleine, sondern hat seine ganze Maschinerie hinter sich stehen. Die ganze Welt ist jetzt davon überzeugt, dass Adolf Hitler kein müßiger Träumer und kein schlechter Tapezierer war, als er seinen Münchner Bierhallenputsch unternahm. Seine Visionen wurden von denen skizziert, die ihn als Jugendlichen prägten und die Erhabenheit ihrer Vorstellungen von einer totalitären Welt symbolisiert durch rituelle Zeremonien, Aberglauben in Kathedralen und Kirchen, drängte ihn zum Handeln. Hitler gliederte Österreich in seinen hierarchischen Staatenbund ein. Seine Aktion wurde durch Heils von katholischen Prälaten der Kirche begrüßt. Nach seiner blutlosen Aufnahme der Tschechoslowakei und des Landes der verhassten Hussiten gab es wieder Jubel in der katholischen Welt. Die Hussiten sind in katholischen Kreisen gehasst. Die Hussiten sind die Anhänger von Jan Hus. Jan Hus, der in Prag lebte und der die Bibel gepredigt hat und den man eingeladen hat zum Konzil von Konstanz in 1415, dem man sicheres Geleit versprochen hat, sowohl der Kaiser als auch der Papst, beide haben ihm sicheres Geleit versprochen und dann haben sie ihn hingerichtet. Hingerichtet im
Konzil von Konstanz, 1415. Jan Hus, hier im Bild, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Ja, lebte von 1369 bis 1415. Habe ich auch drüber gesprochen in Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Hier übrigens gibt es eine Statue in der Kirche Gesu, das ist die Hauptkirche der Jesuiten in Rom, wo die Maria, die ihr hier seht, Luther und Hus aus dem Himmel wirft. Das sind die beiden gefallenen Gestalten hier. Das soll Luther und Hus darstellen. Ja? Warum ist das wichtig? Ja, eben, weil wir gerade über die Hussiten lesen. Ja, man muss ja wissen, über was man hier spricht. Ja? Nach seiner blutlosen Aufnahme der Tschechoslowakei und des Landes der verhassten Hussiten gab es wieder Jubel in der katholischen Welt, weil die katholische Welt auf einmal wieder der Herr und Meister in dem Land von Hus war, in Böhmen, wo das herkommt. Übrigens, der englische Name von Böhmen ist Bohemia. Klingelt da eine Glocke irgendwo? Bohemian, no, not Rhapsody von Queen, aber Bohemian Grove. Ja, das kennt ihr ja vielleicht auch. Seinem Blitzkrieg folgte eine unwirksame Beschwerde aus dem Vatikan. Die sagen mal eben, da sind wir aber nicht mit einverstanden, was du hier machst, aber kein Schwein interessiert's. Der das katholische Polen wieder in den Kreis eines zentral kontrollierten Europas brachte. Eine eindeutige Weigerung kam der Bitte von Präsident Roosevelt durch seinen Friedensbotschafter im Vatikan entgegen, dass Antichristpapst Pius XII. Hitlers Invasion des protestantischen Dänemarks und Norwegens verurteilen möge. Ach, lieber Botschafter, verurteil das doch mal, dann haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan und dann machen wir aber weiter, als ob nichts passiert wäre. Nur kurzsichtige, idealistische Amerikaner verstehen nicht, dass Hitler und die unnachgiebigen Führer des Katholizismus mit Mussolini eins sind, als er erklärte, Zitat, Kapitalismus, Parlamentarismus, Demokratie, Sozialismus, Kommunismus und ein gewisser schwankender Katholizismus, mit dem wir früher oder später in unserem Stil umgehen werden, sind gegen uns. All jene. Besonders die ersten drei, Kapitalismus, Parlamentarismus und Demokratie, sind die Mächte, gegen die die Jesuiten und ihre Gegenreformation seit der Zeit Martin Luthers und seiner Mitstreiter gekämpft haben und heute immer noch kämpfen. Kapitalismus wird vielleicht heutzutage hier und da verteufelt, ist aber schlussendlich eine Errungenschaft der Reformation. Es gab nämlich vor der Reformation nur zwei Klassen, die Armen und die Reichen. Durch die Reformation haben wir erst die Mittelklasse bekommen. Und da zählen sich ja wohl eine ganze Menge Leute zu. Und wenn man begreift, dass Kapitalismus und Mittelklasse ein Feind des Sozialismus und des Nationalsozialismus ist, des Faschismus ist, wenn man das begreift, dann begreift man auch, warum die Mittelklasse seit Jahrzehnten abgeschafft wird. Ja, als ich noch klein war, bin ich noch in verschiedene Tante-Emma-Läden gegangen, wie man das so nennt, und habe meine Einkäufe tätigen können. Und da kam einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich ein Auto rumgefahren bei uns am Willmannspark, da in Blankenese hat er oben geparkt, und hat seine Waren verkauft. Frische Milch, frisches Obst, frisches Gemüse und Waren des täglichen Gebrauchs hatte der in seinem Wagen. Was hat man da gekauft? Gibt's sowas heute noch? Tante-Emma-Läden, was ist das denn? Ja, die gibt's heute auch wieder. Nur sind die dann unter dem Decknamen von DM und was weiß ich nicht, welchen Supermärkten, kleine Filialen davon. Hier in Belgien haben wir das auch. Hier, wo ich gerade wohne, ein paar Meter weiter, ist so ein kleiner Supermarkt, gerade erst vor 2 Jahren oder was, auch in die Pleite getrieben worden. Das ist jetzt ein Carrefour. Carrefour ist so ein Riesenmarkt, so wie ihr in Deutschland Realkauf und Real und diese Riesenmärkte habt. Aber natürlich ein ganz kleiner Markt nur, ne? Das heißt dann Minimarkt oder so. Das ist von der Kette übernommen. Und dann stecken sie da ein paar Ausländer rein, irgendwelche früheren Flüchtlinge oder was, die da an der Kasse sitzen und die Artikel einscannen, die man da kauft. Und der Mittelstand wird ausgeschaltet, weil das ist dann Teil einer großen Kette, ja? Kapitalismus muss zerstört werden, weil Kapitalismus gibt Raum für Mittelklasse und Mittelklasse gibt's nicht mehr.
Und warum kann ich das sagen, dass es Mittelklasse nicht mehr gibt? Na, dann schauen wir doch mal eben in die Bibel. Was sagt denn die Bibel dazu? Hoho, dann gehen wir doch mal eben in das Kapitel 13. Und im Kapitel 13 in der Bibel lesen wir das. Wo steht es hier? Es bewirkt, dass allen, den Kleinen und Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn. So. Von wie vielen Klassen reden wir hier? Den Reichen und den Armen. Wir reden nicht mehr von der Mittelklasse. Es gibt nur zwei Klassen noch. Ja? Das ist das Ziel, unter anderem der römisch-katholischen Kirche. Parlamentarismus. Ja, das ist dem Papst ein Dorn im Auge und das wissen wir seit dem Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Aus den 1860er Jahren. Demokratie. Das kann doch nicht, dass der Mensch denkt, er ist souverän. Der einzige Souverän in der römisch-katholischen Kirche ist der Papst. Und diesem Souveränismus muss sich jeder unterstellen. Antichrist Papst Boniface VIII. Hat 1302 gesagt: Es ist absolut notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Also kann man doch nicht souverän sein, kann man doch nicht seine eigene Regierung wählen. Man muss Subjekt des Papstes sein. Tja, diese ersten drei. Und interessant ist, dass Victor und ich festgestellt haben, dass es sogar im Englischen hier ein Problem gibt. Im englischen Buch stand diese letzten drei, Sozialismus, Kommunismus und ein gewisser schwankender Katholizismus, in dem wir früher oder später unserem Stil umgehen werden, sind gegen uns. Kapitalismus, Parlamentarismus und Demokratie sind mehr gegen uns als Sozialismus, Kommunismus und ein gewisser schwankender Katholizismus. Von daher haben wir das verändert in die ersten drei Mächte, gegen die die Jesuiten und ihre Gegenreformation inzwischen seit 500 Jahren mehr oder weniger erfolgreich kämpfen. Und das bringt uns zum Ende des Kapitels 5 aus dem wundervollen Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Im fünften Kapitel Hitler und die römische Kirche. Und ich sag euch da gleich mit zu, das ist noch nicht das Ende dieses Themas Hitler und der römisch-katholischen Kirche. Es kommen noch viele, viele interessante Lesungen in diesem Buch. Viele, viele interessante Kapitel, weil wir haben 12 in Total, die sich der Viktor bereit erklärt hat zu übersetzen. Er hat mir heute die Übersetzung der siebten geschickt und ich möchte ihm jetzt eben auch die Stimme geben, um seinen abschließenden Kommentar zu dem Video heute zu geben. Bitte, Viktor. Danke, Bruder Jörg. Ja, das waren für mich in meinen Augen ja sehr wertvolle Bemerkungen von dir. Also ich habe damit manchmal auch noch so zu kämpfen und meine Mühen, natürlich meine Mitmenschen alle zu lieben, aber ihre Taten, ihre Früchte zu hassen bzw. abzulehnen. Ja, das ist natürlich manchmal ein Prozess, der dauert ein bisschen, Das ist nicht aber leicht. Das ja, ist das nicht, ist es. das ist ein ständiger Kampf, weißt du? Ja. Weil, wenn wir jemanden begegnen, dann zählt ja auch bei uns immer irgendwie der erste Eindruck und es zählt immer so die erste Sympathie oder Antipathie, mit die man gegen einen Menschen hat. Und man muss eben lernen, wirklich jeden seiner Nächsten lieb zu haben und über die Dinge hinwegzusehen. Aber wenn er dann falsche Lehren hat oder falsche Lehren verbreitet, die muss man aufdecken und deren muss man ihn anklagen. Und das ist ja auch die Aufgabe dieser Lesung hier. Aber es ist nicht leicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Bitte fahr fort. Ja, danke. Ansonsten vielleicht für diejenigen, die vielleicht noch immer noch Zweifel haben, dass Hitler und ich sag mal auch alle darum rum, also wir haben ja auch zum Beispiel den Franz von Papen im Intro noch drin, der bekommt, glaube ich, auch noch mal in den späteren Kapiteln auch noch mal eine Rolle. Es ist halt so, dass wir sehen, dass die Leute alle auch ja drumrum dann später aus Deutschland von höchsten Würdenträger der katholischen Kirche durch die sogenannten Rattenlinien und die Operation ja Paperclip bzw. Büroklammer aus Deutschland nach Südamerika bzw. auch nach Nordamerika geschleust wurden. Ja, und Also da möchte ich kurz anmerken, schaut nochmal in die Abspielliste, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Ich habe da einen Teil, in dem ich gelesen habe über den Michael Erzberger.
der diesen Plan, diesen geheimen Plan 1915 bereits aufgeschrieben hat über die Wiederherstellung der päpstlichen Macht und der in den verschiedenen Artikeln, das war ein Geheimvertrag von London, der in der Lesung erwähnt wird, wo beschlossen wird, dass zum Beispiel eben der Vatikan immer Zugang zum Fluss Tiber haben muss und dass dem seine Schiffe niemals festgehalten, angehalten, untersucht, beschlagnahmt, was auch immer werden können, dem muss man immer freies Geleit geben. Das heißt, der Vatikan hatte die ganze Zeit aufgrund dieser Klauseln, aufgrund dieser Vertragsklauseln, die Möglichkeit, Schiffe vollzuladen mit allen möglichen Kriegsverbrechern und die von da aus Rom in alle Welt zu verschiffen. Bitte, Viktor, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das fand ich nochmal eine wichtige Bemerkung beizugeben. Ja, da vielen Dank auch für. Ich denke, das hat das noch ganz gut ergänzt, auch um nochmal diesen Punkt auch aufzuzeigen. Also da war eine Struktur, die man dann so ein bisschen aufgelöst hat. Man hat natürlich auch viele Leute, sind ja noch hier geblieben in Deutschland nach dem Krieg. Ich gehe auch mal davon aus, dass der Autor sich sicherlich auch sich dieser Thematik auch angenommen hätte. Nur wir wissen ja, er hat, ich glaube, Anfang der 50er Jahre abgelebt. 1950, ja. Oder 1950. Und von daher, ja, wäre ich jetzt mal davon ausgegangen, oder hätte ich jetzt spekuliert, dass er eventuell sich dann auch noch mal in einem Werk oder in einer, ich weiß nicht, in einem Artikel sich dazu bestimmt dann auch noch mal geäußert hätte. Durchaus möglich, ja. Das ist ja der Grund, weshalb ich in die Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten zwei Lesungen mit aufgenommen habe aus dem Buch Das wahre Odessa von Okigoni. Ja. Das habe ich ja extra damit reingenommen. Ja, gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Ja, ich denke, das ist auch nochmal. Ich werde das Bild hier raussuchen. Erzähl mal weiter. Ja, ich denke, das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte und eine Sichtweise, die dieses ganze Dritte Reich dann auch nochmal so ganz gut, ja, am Ende auch durchleuchtet, wie es sich dann quasi, ja, aufgelöst hat, in Anführungsstrichen. Und, ansonsten, von meiner Seite aus, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr mit anzufügen. Freue mich auf die nächste Lesung. Und ja, verbleibe dann mit freundlichen Grüßen bis zum nächsten Mal. Mit freundlichen Grüßen. Wo soll ich unterschreiben? Nein. Ja, alles Gute. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, danke schön, Viktor. Ich muss mal dran denken, dass ich nächstes Mal zur nächsten Lesung das Buch Die wahre Geschichte von Odessa hier von Ukigoni mit beinehme, weil es gibt eine Fußnote Nr. 26, die für die Deutschen unglaublich interessant ist, die ich damals bei der Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten gar nicht erwähnt habe. Ich weiß nicht wieso, ich hab's anscheinend einfach vergessen. Ja, auch ich kann mal was vergessen. Aber die Fußnote 26 aus dem Buch, die muss ich nächstes Mal zum Besten bringen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Da müssen wir mal drüber sprechen. Also sprechen, ich lese sie vor und jeder kann das einfüllen, wie er möchte. Es ist jedenfalls sehr interessant und es hat damit zu tun mit der großen Schuld, die den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeladen wurde, als Hitler mit seinen ganzen Sachen mehr oder weniger Geschichte wurde. Was dann uns an Geschichte verkauft wurde, da hat diese Fußnote mit zu tun. Sehr interessant, mehr sage ich jetzt nicht. Man muss die Leute ja auch ein wenig in Spannung halten. Dass sie zur nächsten Lesung zurückkommen, wenn wir uns das sechste Kapitel von Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche antun. Hast du zufällig gerade den Titel im Kopf, Viktor? Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, die katholische Kirche und der Ständestaat? Ja, genau. Also im Grunde anschließend an das, was wir jetzt gerade eben gelesen haben. Da werden wir dann nächstes Mal in der sechsten Lesung fortfahren. Für heute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Denkt dran, verbreitet dieses Video weiter, ladet es euch runter und lest eure Bibel. Maranatha.